Ein Stempelset, fünf Ideen. Im Januar gab es in meiner neuen Reihe das Set am Horizont und unter anderem habe ich euch die Treppenkarte gezeigt und eine Puddingverpackung für solch einen Seelenwärmer und ein kleines Minibuch mit Text drin und Platz für Scheine und Gutscheine. Jo, und jetzt heute Premiere, Kreativität verbindet. Auch im Februar gibt es ein Stempelset, fünf Ideen, aber das Besondere, die Ideen sind nicht nur von mir, sondern von Demos aus meinem Team und aus meiner Freundesliste. Ich bin genauso gespannt wie ihr, was uns da erwartet. Meine Idee wird diese Zielkarte sein, die zeige ich dir gleich. Anschließend schaut euch unbedingt auch die Ideen von Annalena, Irmtraut, Karin und Jonas an. Die Anleitungen der anderen Kreativen habe ich für euch im Video und auch in der Beschreibung unter dem Video verlinkt. Außerdem könnt ihr sie finden in einer Playlist mit dem Titel Auf Spritztour, genauso wie unser Stempelset. Also bleibt dran und seid gespannt, was ich für euch gebastelt habe. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Jo, die neue Reihe, ein Stempelset, fünf Ideen, geht mit diesem Stempelset weiter auf Spritztour. Das Stempelset gehört in die Celebration von Stampin' Up, die im Januar und Februar läuft. Und zwar noch bis 28.02. könnt ihr euch dieses Stempelset sichern. Wenn ihr für 60 Euro oder mehr bei Stampin' Up bestellt, dann bekommt ihr eine Prämie dazu, die könnt ihr euch aussuchen. Und dieses Stempelset ist eben eine davon. Autos kann man ja immer gebrauchen. Hier unten ist noch ein schöner Text, Einladung zum Geburtstag. Mit jedem Jahr wertvoller, das passt ja auch zu diesen alten Autos. Und gute Fahrt passt sowieso. Ich habe mir überlegt, ich bastel damit eine Ziehkarte. Hab ja schon diese kurz und knackige Anleitung mit einer Ziehkarte gezeigt. Und jetzt gibt es die Ziehkarte mit Autos. Das ist mein Prototyp. Da geht es noch einiges zu verbessern. Mal schauen, ob wir das heute hinbekommen. Ja, am besten, ihr legt euch alle Materialien zurecht. Dann können wir gleich zusammen basteln. Was braucht ihr? Ein Stück Farbkarton für die Karte. Ich habe mir zugeschnitten in 14,5 x 21 cm. Eine Falzlinie gezogen bei 10 cm und bei 20 cm, also bleibt ein Zentimeter Streifen zum Kleben übrig. Außerdem habe ich Designerpapier verwendet aus der auch ein Celebration Produkt bis 28.02. nur bestellbar. Sonnenschein und Regenbogen Designerpapier. Da habe ich dieses schon mal zugeschnitten in den Maßen 14 x 9,5 cm. Noch einen Farbkarton. In den Maßen 9,5 x 14 cm und eine Auflage in 13,5 x 9 cm, damit das hier dann flüssig reinpasst. Wir brauchen den Papierschneider, ganz wichtig, und ein paar Elemente zum Ziehen. Ähnlich wie hier ja das Segelschiff, was hier mal so über das Wasser gezogen wird. Arbeiten wir hier mit Autos und die habe ich schon auf Designerpapier Tatsache gestempelt, weil das fand ich hier mal ganz witzig. Das ist so ein bisschen so ein Hippie-Bus, ne? So ein VW-Hippie. Jetzt haben wir die Marke doch genannt, wollten wir ja nicht. Ja, ausgeschnitten, die Reifen koloriert und das war's dann dabei schon. Wichtig, ich habe das Designerpapier nochmal auf weißen Farbkarton gezogen, damit es stabiler ist. So, dann brauche ich für die Mechanik in diesem Fall ein Stück Klarsichtfolie und ein kleines Stück, da habe ich die Breite vom Bus hier oben genommen. Das sind 4 cm und in der Höhe ein bisschen mehr, wie die Technik funktioniert, zeige ich dann gleich. Ja, und dann können wir eigentlich schon loslegen. Ich klebe mal als erstes hier mein Designerpapier vorne auf. Und zwar... Sorry, klebe ich das auf die Seite, wo unten der Klebefalz ist, weil so gerät die Naht ein Stück weiter nach hinten auf die Rückseite und da will ich sie ja hinhaben. Das funktioniert schon mal. Ich habe hier oben, seht ihr ja, gestempelt mit Memento und mit Stampin' Blends in die Farben wieder aufgegriffen. Hier unten also das grüne Apfel und oben das
Das ist so ein schreiendes Rot, Magentarot. Und dann bin ich doch mal nochmal in andere Farbfamilien und habe das so koloriert, dass man das sieht. Und mag ja immer so die Dreierregel. Zwei Autos werde ich hier vorne noch draufsetzen und das dritte ist auf der Unterlage. So, dann ist die Idee so ähnlich, wie ich das hier gemacht habe. Ich will es nur besser stempeln, dass ich auch auf dieses Blatt ein paar Autos stempel. Ich ordne mir das schon mal an. Ich würde hier unten den Bus wieder hinsetzen. Dieses Auto so ein bisschen versetzt hier drüben. Dann stehen die am Start. Und in ähnlicher Höhe würde ich auch die anderen Autos fahr hier drüben hinsetzen. Und zwar gehe ich mal mit diesem Auto. Das bringt die Geschenke. Das fährt in die andere Richtung. Das setzen wir oben hin. Das fährt dann mal da lang. Und noch einer von den schönen Bussen. Den setzen wir mal nach unten. Auf gleiche Linie. Der fährt etwa hier lang. Weil es so schön ist, wollen wir noch einsetzen. Kommen noch mehr Geschenke. Wir wissen ja noch nicht, wie weit sich wirklich das Element dann rausziehen lassen lässt. Also setzen wir noch ein Stück hier noch. Das haben wir. Habe ich eben natürlich zwischendurch mal den Arbeitstisch aufgeräumt, aber die Stifte sind noch da. Schiefergrau. Jetzt suche ich gerade meine Reifenfarbe. Moment. Die hat sich fast verflüchtigt, aber hier ist sie. Und zwar ist das der Stampin' Blend in Schwarz. Den setze ich hier mal schnell in die Reifen rein, weil das ist das Mindeste. Wenn wir die hier so auf das Designerpapier setzen, ist das ja so, dass man den Hintergrund praktisch irgendwie mit integrieren müssen. Und wenn ich die Reifen schon mal schwarz male, dann ist da schon mal zu sehen, wo das Auto wirklich steht. Ja, das ist ja heute eine Anleitung aus der Kategorie nicht kurz und knackig, sondern ausführlichen Mitbasteltempo. Falls du die Ziehkarte kurz und knackig sehen möchtest, verlinke ich dir beim i hier im Video und findest du ansonsten in einer meiner Playlists. Da gibt es eine mit Kartenfalltechniken. Kurz und knackig. So, die Reifen stehen schon mal. Innen ziehe ich noch eine Linie lang mit Grau, also eigentlich den Kreis hier, den malen wir mal gleich grau. Dann sind die gut zu sehen. Und ich greife auch noch mal Farben auf für die Autos. Die können ruhig ein bisschen dunkler sein. Der VW-Bus hier unten, das wird ein blauer mit dem Abendblau. Das ist in dem Papier auch drin. Das mal so. Ist der ganz gut zu sehen. Und dann haben wir noch grüner Apfel. Da setzen wir hier drüben den Käfer. Wird ja mal sagen, das ist ein Käfer. Setzen wir hier hin. Ja, komplett grün, aber unten die Kanten lassen wir in weiß. Kette hier oben drauf, die werden wir auch noch ein bisschen farblich markieren. Arbeiten wir einfach mit den Farben. Und dann haben wir natürlich das krachende Magentarot. Auch nicht fehlen. Pakete sind hier dabei. Wollen wir das Auto so machen? Zu spät. Es ist jetzt Magenta. Nachdenken. Einfach schön bunt. Jo. Ich setze hier unten auch nochmal eine grüne Kante. Warum nicht? Ja, mal ein schön krachen buntes Auto. So. Das haben wir fertig. Also wird jetzt geklebt.
Ihr seht das mal, druckt immer durch. Dann ist gut, dass die Rückseiten dann säubert werden, in dem Fall mit dem Farbkarton. Das Maß fürs Farb, für den Farbkarton gesagt, ja, hatte ich immer 5 mm größer. So, jetzt schauen wir uns das Ganze schon mal grob an. Das sieht ganz gut aus, das passt hier. Ich habe das schön knapp gesetzt, dass man das gut, dass es gar nicht verrutscht. So, und jetzt bauen wir unsere Autos. Hier sind die neuen Autos auf die Folie. Das brauchen wir nicht. Eins haben wir ja da oben schon. Hier haben wir den Haken. Papierschneider brauchen wir gleich. Wir müssen bedenken, dass es etwas höher kommt, wenn wir hier die Kante ansetzen. Ich nehme jetzt den Rand von dieser, von den Abstandsklebepunkten und setze den unten auf den VW-Bus. Da sitzt der super. Und hier auf den Rennflitzer setze ich auch noch ein Stück Rand. Haben wir ja noch ein Stück. So, ab und kleben das hier unten drauf. Jetzt schauen wir uns das Papier mal an. Ich würde sagen, das Auto sitzt hier. Das andere sitzt da. Und dann brauchen wir hier zumindest einen Streifen. Und den schneiden wir uns jetzt mal einfach so ein bisschen freie Schnauze, sage ich mal, zurecht. Und dann setzen wir die Autos da drauf und dann platzieren wir alles. Auf unserer Karte. Wichtig, wenn man jetzt schon die, dass wir nicht, dass wir die Klebeflächen praktisch nicht auf dem Untergrund festkleben, sondern wirklich auf die Folie. Notfalls kürzen wir da noch mal was. Schau jetzt mal, wo ich es hingeklebt haben möchte. Ich glaube, so sieht das gut aus. Ja. So haben wir das. Und ich schneide jetzt ruhig hier ein bisschen was ab, weil ein bisschen sieht man die Folie sowieso, gerade je nachdem nach Lichteinfall, aber ich schneide das so ein bisschen grob nochmal aus, dass ich da nicht so scharfe Kanten habe. So haben wir die beiden Elemente zusammen. Jetzt wird hier unser Ziehbeinchen und hier drüben positionieren wir das so. Das kommt also in etwa in diese Höhe. Das Ziehbein sitzt hier unten dran, also kommt das Auto noch ein Stück höher dahin. Das heißt, hier wollen wir etwa unsere Kante haben und da sage ich mal, setze ich die bei 3 cm an. Die Klebefläche habe ich schon eingeplant. Also ich glaube bei 3,5. Jetzt nehme ich mir meinen Papierschneider, lege das mal so rum in dem Fall ein, lege bei 3,5, check das nochmal durch. Praktisch hier sitzt meine Klebefläche, hier ist der Falz. Dann sind wir weit unten, also gehen wir, dort müssen wir jetzt wirklich genau setzen. 3,5. 3,5 ist gut, würde ich sagen. 3,5 ist gut, ist jetzt beschlossen. Jetzt gehen wir, 14,5 ist es breit. Gehen wir also auf 13 cm hier oben an der Schiene. Ich habe ausgetauscht, ich habe jetzt die Zentimeterschiene und ziehe hier drüben bis 1,5 zum Anfang. Fahre nochmal lang, dass das gut sitzt, das passt. Und habe das Element so fertig. Könnt ihr euch gleich vorstellen, wie das läuft, aber vorher nehme ich noch eine Kreisstanze und stanze mir hier so einen Halbkreis rein. Gucken, dass man nicht in diesen Rand kommt, passiert hier nicht. Das habe ich ja so ausgemessen, aber auch wenn ihr da andere Maße nehmt, darauf achten, ne? Nicht, dass ihr euch die Verbindung da auflöst. So, jetzt kommt unten auf die Klebefläche doppelseitiges Abreißklebeband und wir setzen jetzt die Schiene ein. Hier unten klebe ich mit doppelseitigem Abreißklebeband meine Fläche ans Auto. Das sind also 4 mal 5 cm etwa. Klebe das hier unten an meinen VW-Bus.
Schau mal, ob das funktioniert. Setz das hier zwischen in die Schiene rein. Stelle fest, das sitzt super. Das sitzt echt perfekt. So wollten wir das haben. So, und alles andere hoffen wir einfach, dass es funktioniert. Das muss jetzt gerade da drin sitzen. Dann fährt der Bus unten auch gerade. Und jetzt drehen wir das um und kleben hier oben oberhalb nochmal doppelseitiges Abreißklebeband, ruhig zwei Streifen. Machen, bevor wir die Schutzfolie abziehen, nochmal einen Test. Ich lege das hier unten wirklich so an, dass es genau passt. Drehe nochmal um, schaue, dass es gerade liegt. So hätte ich es also gern, schön gerade, hier vorne an der Kante. Und dann klebe ich es mit meiner Folie fest, indem ich hier die Schutzfolie abziehe. Nochmal schaue, dass ich gerade gegenlege, habe ich unten mein Auto gerade stehen. Das ist echt wichtig, weil Skifahren haben wir nichts gekonnt. Und setze es jetzt hier genau auf. Ich hoffe, es funktioniert. Spannung steigt. Das hier unten wird nachher umgeklappt. Das dahin. Und jetzt schauen wir mal. Schaut mal, die Autos fahren hier raus und begegnen sich mit den anderen Autos. Perfekt. Bin glücklich. Das passt. Bevor ich es jetzt zuklebe, weil so kann ich es nochmal schön flach hinlegen, versuche ich hier schön sauber noch Stempel drauf zu kriegen. Und zwar habe ich einmal gute Fahrt und zum anderen mit jedem Jahr wertvoller. Und ich finde, die passen beide. Versuche ich die jetzt mal sauber drauf zu kriegen. Mit jedem Jahr wertvoller. Geht hier unten hin. Guck mal, ob der gerade stempelt. Dann hatte ich vorhin das Gefühl, tut es nicht. Leg das mal so hin. Passt. Wir schauen. Ne? Wir geben unser Bestes, aber wenn es eben nicht, dann eben nicht. Fast gerade. Sag mal so, fast gerade. Aber zumindest kein Abdruck daneben gegangen. Gute Fahrt. Setzen wir jetzt da oben in die Mitte. Kommt gute Fahrt hin. Wunderbar. So, und das ist, denke ich, genug Text. Und jetzt setzen wir das Ganze zusammen. Gerade unten an der Ecke. Passt. Super. Ja, eingeschoben. Ist auch. Jetzt nehme ich mir nochmal einen Bleistift. Und markiere mir hier die Mitte. Denn du hast eine Lochzange, ansonsten eine Nadel. Gibt es ja verschiedene Elemente. Ich habe jetzt hier noch die, die es nicht mehr gibt. Aber funktionieren tut sie halt noch. Also nehmen wir sie. Und ein Fädchen. Das ist hier, weil ich ja heute mal ausnahmsweise, ich nehme ja neuerdings immer mal Farben, die ich sonst nicht so oft nehme. Das, wie heißt das? Moment, Hummelgelb. Im Moment des Umdrehens fiel mir es wieder ein, das Hummelgelb. Binde das hier hinten fest und schneide mir doch noch ein weißes Fädchen. Weil ich finde, einen Knoten mit den dickeren Bändern sieht nicht so. Also machen wir einen mit dünneren. Wickel das ja hier mit dem dünnen Fädchen drum. Und mache hinten einen Doppelknoten. So mal ein bisschen zurechtziehen. Ja. Jetzt wäre noch der Moment, wo wir noch Bling Bling und Hasse nicht gesehen draufsetzen können. Können wir aber auch lassen. Schneiden das einfach ab. Und fertig ist unsere Ziehkarte. Jetzt schauen wir mal, wie wir das hier schön alles hinlegen fürs Schlussbild. Mal so ein bisschen dekoriert. Hier oben ist Karte Nummer 1. Hier ist ein Auto. Auch nicht schlecht. Werkzeuglineal. So. Und hier unten ziehen wir das jetzt mal raus. Wunderbar. Perfekt. Ja, ich bin zufrieden. Ein Stempelset 5 Ideen. Meine Idee ist diese Ziehkarte. Und jetzt sind wir gespannt, was die anderen Teilnehmer für Ideen haben. Also schaut unbedingt vorbei, lasst ein Like da oder einen Kommentar da und abonniert die Kanäle. Die sind alle sehenswert und werden sicher noch viele spannende Sachen bringen. Ja, das war meine Idee. Verlinkt ist alles. Ansonsten viel Freude mit allen anderen Videos und viel Spaß beim Nachbasteln. Ich freue mich auf euch in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie. Musik
Musik.